Mein Name ist Kianosch. Ich mach Rapmusik. Hey, was für ein Wichser, hey! Diese Welt ist völlig im Eimer. Schau sie dir an. Und wenn du glaubst, es geht nicht schlimmer, wirst du meines Besseren belehrt. Lass die Leute reden und reden, aber wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich kann es nicht glauben, die Leute denken, du bist tot, Mann. Wo warst du die ganzen alten Jahre? 2 Jahre warst du nicht da. Alle haben released. Und du versteckst dich immer im Studio? Digga, wach endlich auf, Mann. Ich kann es nicht glauben, Bruder. Wach auf, Alter. Wir brauchen dich, Mann. Komm endlich zurück. Wir brauchen den alten Kianosch, Mann. Verdammte Scheiße, 2 Jahre lang. Komm endlich zur Vernunft, Bruder. Wir brauchen dich. Dieser Scheiß ist nicht mehr real, Bruder. Du musst zurückkommen. Allerdings gibt es einige Kandidaten, die es nicht anders wollen. Ja. Dann lassen wir mal die Spiele beginnen. Bei dir ist alles tot. Was ist los mit dir? Ein paar Leute haben mit meinem Brot gespielt. Ich bin selbst schuld, denn ich habe nicht aufgepasst. Was redest du da? Jeder hat dich ausgelacht. Für deine Aussagen bist du Meme geworden. Dafür bin ich keine Nutte der Industrie geworden. Ich kriech vor keinem, bringe die Musik in Ordnung. Lass sie denken, ich wär in diesem Krieg gestorben. Ach du Scheiße, du klingst wieder so wie damals. Du kannst rappen, aber warum musst du so viel labern? Deine Karriere ist gefickt wie von Savior Brother. Ich funktioniere nicht mit Hype, sondern nur mit Drama. Fick Pada, fick Gold, fick alle deine Leute, fick gehen, fick Kopf, ohne Sinne zu betäuben. Sie vergittern die Gebäude und errichten ihre Zäune. Schreibe Texte und erzähle die Geschichten meiner Freunde. Du hast Stimme wie ein Teufel, aber hier in von einem Spatz. Du verbreitest Theorien und blamierst dich, du Spaß, du weißt gar nichts. Und du verlierst dich im Hass, denn in der Matrix wird alles programmiert, was du machst. Wie du denkst, wie du fühlst, wie du weinst, wie du lachst. Die Polizei patrouilliert und demonstriert ihre Macht. Blaulicht geht an und sie kontrollieren meinen Pass. Du gehörst hier nicht her, hoffentlich schieben sie dich ab. Zurück in ein Land, wo du herkommst, du scheiß Kanacke. Jungs wie dich kenne ich schon seit der 2. Klasse. Eure Eltern sagten, spielt nicht mit ihm, als hätte ich mit 8 Jahren Kokain in den Jeans. Wie kann Rassismus noch immer von Bedeutung sein? Was? Ich hab jede Kultur in meinem Freundeskreis. Doch ich hab was gegen Leute, die wie du sind. Ihr kommt in unser Land und vergiftet unsere Jugend. Meine Mutter konnte kein Wort Deutsch. 2 Kinder, 3 Jobs. Deswegen essen wir aus einem Topf. Ich fing an, die Dinge anders zu sehen. Aus einem ganz anderen Blickwinkel. Deshalb folge ich meinen Instinkten. Vergesst die Nachrichten, die uns belügen. Und alles Nachrichten und alle Menschen, die sich danach richten. Überall Propaganda, Leute werden aggressiv. Manche wollen halt nicht, dass man sie mit deiner Nadel piekst. Es tut mir leid, aber hier wurde mit der Angst gespielt. Man lass es lieber, dein Gerede ist so Blasphemie. Du Covidiot bedienst damit nur das Narrativ der rechtsradikalen Szene und der ganzen Parasiten. Wo sind deine Quellen für die Dinge, die du sagst? Denn die Kinder, die dir zuhören, bringst du in Gefahr. Meine Quellen sind meine Augen, meine Ohren und mein Verstand. Meine Zunge ist eine Waffe und ich treffe aus Distanz. Du bist krank, man sollte dich aus dem Verkehr ziehen. Du bist eine tickende Bombe und wer entschärft sie? Mit deinem gefährlichen Halbwissen verbreitest du falsche Informationen in deinen hängengebliebenen Interviews. Stopp! Du leidest unter kognitiver Dissonanz. Redest alles schön, doch im Kopf bist du wie gefangen. Oh mein Gott, vergib ihm seine Sünden. Denn du redest so, als würde ich eine Sekte damit gründen. Diesen Austausch gibt es leider selten. Die Gesellschaft spaltete sich in 2 Welten. Alles brennt, deswegen bin ich systemkritisch. Du hast ja alles, also was ist dein Problem? Bitte tu nicht so, als hängen wir am Galgen auf 10 Spitzen. Ich glaube, du bist noch am Schlafen wie Schneewittchen. Ich bin nicht klüger oder besser als du und habe nichts mit Lügen und Verbrechen zu tun. Ich brenne vor Wut und spreche für die Leute, die nichts haben. Mein Name, so wie mein, bedeutet Gewicht tragen. Seit 2006 existiert schon Life is Pain. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich gehe keinen leichten Weg. Ich weiß, alle meiden die Themen. Deshalb wurde in den letzten 3 Jahren über mich Scheiße erzählt. Ich wäre ein Antidemokrat und Verschwörungstheoretiker. Mein Album ist die Zerstörung aller Kritiker. So klingt jemand, der zu viel träumt. Du bist auf Twitch, weil es nicht mehr mit der Musik läuft. Dein Gehirn ist kaputt wegen zu viel Joints. Was kommt als nächstes? Bist du auch ein Putin-Freund? Wenn es nach dir ging, würdest du die Ukraine im Stich lassen. Ich will Frieden mit Diplomatie und nicht mit Waffen. Seid ihr blind, wir fördern damit mehr Tote, wehrlose kleine Kinder sterben in der Sperrzone. Wer holt ihn ihre Eltern zurück? Du etwa? Wie indem wir jedes fucking Scheißbuch gendern? Die größten Waffenexporteure unserer Zeit lachen, weil wir uns gegenseitig töten wie der Feind. Europa ist das Schlachtfeld der letzten 2 Weltkriege. 80 Millionen blieben auf dem Feld liegen. Keiner von uns hat aus der Geschichte gelernt. Guck dir doch an, wie sie reden, ihre Blicke sind leer. Wenn ich lügen sollte, ramm mir ein Messer mitten ins Herz. An alle, die das gerade hören, nehmt ihn bitte nicht ernst. Ihr alle Hutträger seid doch für mich alle Pappnasen. Es gibt keine Eliten, die über die Menschheit die Macht haben. Kein Wunder, dass deine Sponsoren alle absagen. Mit welchem Geld kannst du noch deinen tiefgelegten, mattschwarzen SQ8 mitten in der Nacht durch deine Stadt jagen? Wie
Wie kann man nur so viel Quatsch labern und Hass tragen? Abwarten und Tee trinken, ich spiele Schach gerade. Job 2 und Matt, was du da redest, sind nur Abgase. Ach was, mit wem diskutiere ich hier eigentlich? Liegt dir noch was an? Deine Karriere entscheidet dich. Die ganzen Industrien, die du gerne mal kritisierst, könnten dich ficken, ohne dass es jemanden interessiert. Warum spielst du dich denn so auf? Du hast doch selber deine Seele damals an Universal verkauft. Du weißt nicht, wovon du redest, was für Seele verkauft. Außer mir selbst kann ich keinen in dieser Szene vertrauen. Die anderen haben nur zugeguckt, wollten keinen Finger rühren. Braucht eure Hilfe nie, scheiße auf euer Mitgefühl. Und wegen euren Strukturen bin ich nicht berühmt. Keiner von euch saß mit mir am Tisch, bis die Stifte glühen. Die letzten Jahre waren eine dunkle Zeit. Universal, ihr habt nur gezeigt. Oh Gott, du bist so lost, aus deinem Mund kommt nur Schrott. Nur asoziale Pumpen, deine Songs in den Blocks. Reine Geschmackssache, aber wer bist du, dass du entscheidest, was gut oder schlecht ist? Du Lackaffe, lass mal deine Filme. Oder was, willst du mich abknallen? Nein, aber ich lass deine Kugeln an mir abprallen. Ich zeig dich an, wenn du glaubst, dass du mir jetzt drohst. Wir beide leben in verschiedenen Dimensionen.